Willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Tipps und Tricks. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Hardware, hier in dem Fall eure Harddisk oder sogenannte Festplatte, testen könnt, ohne dafür viel Geld bezahlen zu müssen oder euch von irgendjemandem was erzählen zu lassen. Also da habt ihr selbst die Möglichkeit, mit einfachen Mitteln eine ganz einfache Diagnose zu stellen. Warum zeige ich euch das Video? Sehr oft kommt es vor, dass jemand zum Beispiel darüber klagt, dass sein Rechner viel langsamer geworden ist, dass sein System einfach immer wieder hängt, wenn er was aufruft, dauert es viel zu lange, er erkennt seinen eigenen Rechner nicht mehr, ja, das Laptop ist zu langsam oder es dauert viel zu lang, bis eine Seite aufgerufen wird. In diesen Fällen gibt es dann immer zwei Optionen. Ich sage immer, Leute, es ist entweder eure Hardware, die das Problem verursacht, oder eure Software. Eine dritte Option gibt es hier kaum, logischerweise. Also schließt man doch zuerst eins aus und dann das andere. Und das Einfachste ist, bevor man einfach sagt, ich installiere einfach drüber, ich verzichte sogar auf manche Daten, ich rette sie nicht mal, Hauptsache der Rechner läuft schneller, da frage ich mich doch, warum es dann nicht einfacher ist, zuerst die Hardware zu testen. Und heute zeige ich euch, wie ihr das macht. Denn sehr oft, das nochmal noch zu erwähnen, sehr oft werden dann irgendwo in Werkstätten immer wieder Installationen durchgeführt, drei, viermal im Jahr. Dann frage ich mich, wie kann so etwas sein? Dann ist doch immer wieder der Kunde schuld, er hat falsche Software drauf und etc. etc. Dabei wurde die Hardware nicht mal richtig durchgeprüft. Zum Beispiel hier die Festplatte. Ja, ich zeige euch jetzt ein Freeware-Programm, wie ihr einfach mit so einem einfachen Adapter oder einem handelsüblichen Adapter einfach nur eine Festplatte anschließen könnt an den Rechner hier. Per USB, die einschaltet, dass sie erkannt wird. Und dann habt ihr ein Programm. Dieses Programm heißt Crystal Disk Info. Das seht ihr hier. Dieses Programm ist Freeware und ihr erkennt hier oben in der Leiste dann die angeschlossenen Platten vom Rechner. Die hier zum Beispiel, da wo gut steht, das ist meine eingebaute Festplatte, die ich im Laptop habe. Und da wo Vorsicht steht, das ist jetzt eben diese Platte, die ich extern angeschlossen habe, die hier, die ich testen möchte. Das Problem, die Vorgeschichte zu der Platte. Der Kunde konnte sich nicht mehr im System einloggen. Es fuhr manchmal nicht hoch mehr das System. Manchmal ja, manchmal nein. Dann hängt der Rechner wieder. Und er wollte schon eine Neuinstallation machen. Und meinte ich, nee, Moment, bevor wir das machen, prüfen wir die Festplatte. Weil was bringt eine Neuinstallation? Wie gesagt, dann haben wir später doppelt und dreifache Arbeit. Also habe ich die Festplatte durchgeprüft. Und siehe da, die Platte zeigt Folgendes. Ihr seht hier in der Gesamtbewertung ein Vorsicht. Ja, wenn das schon steht, könnt ihr bei dem Programm fast zu 99% sicher sein, dass die Platte defekt ist. Ich will noch was dazu sagen. Ich habe auch professionelle Software da, mit der ich nochmal auf Nummer sicher gehe. Aber bei dem Programm, wenn ihr mehrere gelbe, so wie hier, gelbe Kreise davor habt, dann könnt ihr sicher sein, dass die Platte hundertprozentig defekt ist. Aber auch hier in dem Fall heißt es, aktuell ausstehende Sektoren, da habe ich ein gelbes Zeichen, ist auch ein Fehlercode eingetragen und ich sehe hier das Gesamtzustand, Vorsicht, könnt ihr davon ausgehen, dass die Platte defekt ist. Wie ist es passiert? Eigentlich ist die Platte, das Tolle an dem Programm, ihr habt so eine Übersicht und da seht ihr zum Beispiel, eigentlich hat die Platte gar nicht so viele Betriebsstunden, nur 42. Da fragt man sich, wie kann das denn sein? Das ist ja eine neue Platte, wurde nur 77 Mal eingeschaltet. Hat eine Drehzahl von 7200 Umdrehungen. Ihr habt so eine Übersicht, was für eine Platte, um welche Art es sich handelt und so weiter. Ist eigentlich ein sehr praktisches Programm. Man sieht, dass es auch eine 500 GB Platte ist. Aber defekt. Ja, bei näherem Filtern hieß es dann, ja, während dem Update wurde der Rechner dann immer ausgeschaltet, das Laptop ja. Oder er hat auch mal das Gerät anscheinend auf dem Tisch fallen lassen und so kam es dann, dass diese Platte, obwohl sie neu ist, dass sie einen Defekt aufweist. So habt ihr die Möglichkeit, wirklich eure Platten zu testen. Und wo würde es jetzt Sinn machen, hier zu sagen, ich installiere mir neues System und habe dann nach 2 Wochen wieder das gleiche Problem oder gleich am Anfang. Also bringt das nichts und es wäre umsonst nur Geldverschwendung. Jetzt zeige ich euch, wie meine Platte aussieht. Da habe ich den Gesamtzustand. Ihr seht, Gesamtzustand gut. Und habe hier nirgends einen gelben Kreis. Das heißt aber, es ist auch eine SSD-Festplatte, also eine SSD-Platte. Und ihr seht hier eingeschaltet 1722 Mal, Betriebsstunden 1484, man kann es ablesen. Und ich habe auch hier die Grunddaten von dieser Intenso SSD
Hier sieht man 240 GB zum Beispiel. Das war nur ein Beispiel für euch, dass ihr seht, okay, ich habe den Vergleich. Und so habt ihr also die Möglichkeit, die Festplatte zu testen, bevor ihr einfach, wie ich es immer nenne, alles platt macht und ein System neu installiert und habt dann wieder vielleicht nach einer Woche oder nach einem Monat das gleiche Problem, wieder zu langsam, wieder System, wieder mein Fehler. Nein, es ist sehr oft hier dieser Übeltäter, eure Festplatte. So könnt ihr dann eure ganzen Festplatten, seien es zweieinhalb, ich habe hier so einen Universaladapter, ich kann auch 3,5 Zoll Festplatten testen und so weiter. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, selbst so einen kleinen Hardware-Check zu machen und sicher zu sein, damit ihr nicht umsonst arbeitet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn er euch gefällt. Und es kommen auch demnächst auch einige Reparaturvideos wieder und viele Tipps und Tricks. Ich hoffe, dass ihr davon guten Nutzen seht. Wenn ja, dann wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.